Die tiefgründigen Lössrücken zwischen Aachen und Herzogenrath entlang der belgisch-niederländischen Grenze bilden den Übergang von den Eifelausläufern zur niederrheinischen Bördelandschaft und dem Selfkant. Hier hat sich die Wurm ihr Tal gegraben, die im Aachener Wald entspringt und bei Heinsberg in die zur Maas abfließende Ruhr mündet. Das Wurmgebiet gehört zu den ältesten Kohlenrevieren in Deutschland. Vor 300 Jahren wurde hier bereits Steinkohle gegraben. Seit dem vorigen Jahrhundert entstand durch den Bergbau zwischen Würseln und Alsdorf eine dicht besiedelte Industriezone. Allein in Würseln, wo die Fördertürme 1969 stillgelegt wurden, zählt man heute 35.000 Einwohner. Der 1924 zur Stadt erhobene, schon 870 bezeugte Ort ist aus zahlreichen Dörfern zusammengewachsen. Die Kirche der Hauptpfarre St. Sebastian geht mit Teilen auf einen Bau des 12. Jahrhunderts zurück. Man bezeichnet sie gern als den Würselner Dom. Querschiff und Vierungsturm, der an hohen Festtagen Fahnenschmuck trägt, wurden 1906 hinzugefügt. Die Figur Kaiser Karls erinnert an die frühere Zuordnung zur Pfalzstadt. Als besonderes Wahrzeichen gilt der Düvel im alten Westturm. Und nun bitte die Fahnenschwenker wissen. Am dritten Sonntag nach Pfingsten wird in Würseln Salmanus oder Frühkirmes gefeiert. Dann strömen am Morgen nach dem Hochamt einige 10.000 Menschen auf dem Markt vor der Hauptkirche zusammen. Dieses Fest gilt als Höhepunkt im Geschehen um die Würselner Jungenspiele, wie hier die im Rheinland weit verbreiteten Maigesellschaften genannt werden. Sie bestehen aus losen Zusammenschlüssen von Junggesellen im heiratsfähigen Alter. In den Bezirken von Würseln bilden sich im April alljährlich 8 bis 12 solcher Vereinigungen. Sie nennen sich, wie das vorhin aufgerufene Jungenspiel Bissen, nach ihren Ortsteilen. Jede Vereinigung wählt ihren Maikönig, den Maiknecht sowie den Pritschenmeister und vergibt intern die gleichaltrigen Mädchen des Wohnbereichs an die Mitglieder. Die Paare werden in der Mainacht beim Umzug von Haus zu Haus zu Lehen ausgerufen. Als Geschenke, die genau registriert werden müssen, empfangen die Junggesellen von ihren Maibräuten Eier, Trinkbares und Geld. Das Mädchen, das am meisten in die gemeinsame Kasse spendet, wird zur Maikönigin erhoben. Und nun rufe ich das Königsspiel der Pfarrer St. Sebastian, Marc Brick. Das Königsspiel Marc Brick präsentiert sich mit der Maikönigin Petra Fockert, König Bernd Jungfels, Ehrendame Brigitte Rahn, mit dem Maiknecht Werner Jagdmann und den Ehrendamen Barbara Remy und Irene Bück, mit dem Britschenmeister und Chef des Spiels Hans-Josef Vergölz. Mitgebracht haben sie den Schützenkönig der St. Sebastianus Schützengesellschaft 1624, den Schützenkönig Albert Pütz. Nach dem Kirchgang an Kirmes werden die Spitzen aller Jungenspiele in Würseln von den beiden Stadtoberen empfangen und der Öffentlichkeit vorgestellt. Vielen Dank und Sie machen bitte jetzt die Bühne frei für Ihre Fahnenschwenker. Für die Fahnenschwenker des Königsspiels Marc Brick. Sämtliche jungen Gemeinschaften präsentieren sich mit ihren Fähnrichen, die mit den Fahnen in den Farben des Ortsteils ein kunstvolles Fahnenschwingen vorführen. Auch die Musikkapellen, die hierzu Melodien im Walzertakt intonieren, werden von den Spielgruppen mitgebracht. Damit die Darbietungen bei dem Andrang der Menge weithin gesehen werden können, hat die Stadt vor der Kirche ein Podest errichten lassen.
Die Repräsentanten des betreffenden jungen Spiels postieren sich beim Fahnenschwenken am Zugang des Podestes im Hintergrund. Die zugehörigen jungen Spielpaare haben sich während der Vorführung unten auf dem Platz neben der Bühne aufgestellt. Sie verfolgen das Geschehen mit dem gleichen Interesse wie die Zuschauer, die feststellen möchten, welcher Ortsteil mit seinem Spiel ihr am besten abschneidet. In der Reihe der Maigesellschaften, die an diesem Sonntagmorgen vorzustellen ist, wurde die Gruppe Mark Breck als sogenanntes Königsspiel zuletzt aufgerufen. Wer unter dieser Bezeichnung hier auftreten darf, entscheidet sich Pfingstmontag beim Vogelschießen der St. Sebastianus Schützengesellschaft von 1624 in der Hauptpfarre. Herzlichen Dank an die Fahnenschwenker des Königsspiels Mark Breck. Und ich darf nun die Fahnenschwenker aus Lindenhäuser rufen. Dem jungen Spiel aus dem Ortsteil, in dem der neu gekürte Schützenkönig wohnt, kommt die besondere Ehre des Königsspiels zu. Nachdem das letzte Jungenspiel abgetreten ist, bekommen die Fähnriche von Lindenhäusen Gelegenheit zu einer besonderen Schauvorführung. Sie wird mit Spannung erwartet, da man sie wegen des Windes meist nur bei den gegenseitigen Besuchen der Jungenspiele in den Festzelten sehen kann. Die Fähnriche haben ein Gruppensynchronschwenken eingeübt, das sogar in der Formation einer Pyramide ausgeführt wird. Das bunte Gepränge des Fahnenschwingens ist ein wesentlicher Bestandteil der Würselner Jungenspiele, deren Auftritte dem Schaubrauch zuzurechnen sind. Darum ist man bestrebt, gute Fähnriche zu halten, auch wenn sie durch Heirat aus den Junggesellengemeinschaften ausgeschieden sind. Den Abschluss der Morgenveranstaltung bildet ein gemeinsamer Auftritt der Fähnriche aller aufgebotenen Jungenspiele. Es sind nahezu 100 Fahnen, mit denen die Figuren nach dem Rhythmus der Melodie gleichzeitig geschlagen werden. Die Vorstellung der jungen Spiele, die um 10:30 begonnen hatte, geht gegen 11:30 zu Ende. Auf Anregung der Stadtväter, die hier den Abmarsch beobachten, wurde diese Veranstaltung 1974 im Zusammenhang mit der Feier zur 50-jährigen Verleihung der Stadtrechte eingeführt. Kurz nach der kommunalen Neugliederung schien es notwendig, mit den jungen Spielen, die in Auflösung begriffen waren, die eigenständigen Formen kultureller Überlieferung kräftig zu fördern und auszubauen. In Verbindung mit der Stadtverwaltung und unter Mitwirkung sämtlicher Ortsvereine wurde damals die Arbeitsgemeinschaft Würseler Jungenspiele gegründet. Sie trägt und organisiert bis heute das Geschehen an diesem Tag, das man auf alter Basis zu festen, allgemein anerkannten Formen geführt hat. Die jungen Spiele, die sich durch das dichte Menschenspalier bewegen, sind nun auf dem Weg zurück in ihre Ortsteile. In den einzelnen Stadtquartieren wird die Kirmes wie in den früheren Gemeinden von der ganzen Einwohnerschaft 3 Tage lang gefeiert. Dazu gehören die örtlichen Umzüge zum Abholen der Maikönigin, die abendlichen Kirmesbälle, die man früher als Tanzspiele bezeichnete, und Dienstagnacht das Begraben der Kirmes in Form einer Schnapsflasche. Da Ballsäle in genügender Größe nicht mehr vorhanden sind, ließ man Festzelte errichten. Hier beim Förderturm in der ehemaligen Bergarbeitergemeinde Morsbach. Wenn die jungen Spiele aus dem Stadtzentrum zurückgekehrt sind, beginnt in den Zelten der Frühschoppen. Dies ist eine Straße in der Nähe des Würselner Marktes.
wo die Spieljungen von Markt Breck auf einem freien Platz ihr Zelt errichtet haben. Zum Kirmesumtrunk am Sonntagvormittag finden sich nicht nur die Maipaare ein. Da die Musik zum Tanz aufspielt, wird die Gelegenheit auch von den Jugendlichen genutzt, die an den abendlichen Ballveranstaltungen noch nicht teilnehmen dürfen. Der Kirmesbaum auf dem Platz vor einer Gaststätte zeigt das Standquartier des Bissener Jungenspiels an. Durch den Eingang erreicht man das Festzelt, das hinter den Gebäuden errichtet ist, wo sich der Sportplatz befindet. Auf dem Weg dorthin übt sich ein Pritschenjunge in den Sprüngen, die er bei der Begleitung seiner Maigesellschaft vollführen will. Die Festzelte, von denen die größten mehr als 800 Personen fassen, werden von den jungen Spielen gemietet, die in ihren Ortsteilen die Kirmes ausrichten. Mit den erforderlichen Tanzkapellen machen sie einen erheblichen Unkostenanteil aus, der durch die Ballveranstaltungen eingebracht werden muss. Da die Frühkirmes in Würseln als das größte Volksfest des Jahres begangen wird, springt für die jungen Gesellschaften meist sogar ein Gewinn heraus. Die Überschüsse werden, wenn alles vorbei ist, beim sogenannten Nachspiel gemeinsam verzehrt. Seit der Reorganisation des überlieferten Kirmesbrauchs hat sich Würseln als Stadt der jungen Spiele weithin einen Namen gemacht. Das Rathaus ist in diesen Festtagen voll beflaggt. Der Zuzug von auswärts, vor allem am Sonntag, hat in den letzten Jahren ständig an Umfang zugenommen. Viele Besucher aus dem Umland kommen eigens hierher, um das festliche Geschehen zu erleben. Von besonderer Attraktion ist der Umzug aller jungen Spiele durch die Innenstadt von Würseln am Sonntagnachmittag. Auch dieses Schauspiel wurde erst beim Stadtjubiläum eingeführt und erfreut sich seitdem wachsender Beliebtheit. Vor dem großen Festzug, der um 17.30 Uhr beginnt, sammeln sich die Maigesellschaften mit ihren Paaren auf dem geräumigen Schulhof des Gymnasiums. Früher fanden die Aufzüge nur in den einzelnen Ortsteilen statt, um die zusammengebrachten Maipaare in ihrem festlichen Staat vorzuführen. Dabei setzt man sich der kritischen Beurteilung durch die Verwandten, Nachbarn und den weiteren Kreis der Einwohner aus. Dies war überhaupt der Anreiz, sich öffentlich in wohlgeordnetem Zug zu zeigen. Durch den großen gemeinsamen Umzug aller jungen Spiele, der hier mit dem Aufbruch der ersten Gruppe von Pritschenjungen beginnt, hat sich dies im Grunde nicht geändert. Wer das komplette Jungenspiel seines Ortsteils sehen will, muss sich jetzt nur in die Würseler Innenstadt begeben. Im Vergleich des einen Jungenspiels mit dem anderen lässt sich feststellen, welches sich am schönsten präsentiert und welches den nachhaltigsten Eindruck macht. Die jungen Spiele bieten beim großen Festzug alles auf, was ihr Ansehen fördern kann und den Beifall vermehrt. Der Zugspitze voraus gehen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, um Geld zur Bestreitung der Unkosten zu sammeln. Die Zuschauer an den Straßenrändern haben kaum einen Platz freigelassen. Das erste Jungenspiel kommt aus Scherberg, wo es landwirtschaftliche Betriebe gibt, die einen Reiterverein unterhalten. Eine Abordnung ist mit von der Partie. Angeführt von ihrem Pritschenmeister folgen dahinter in weißer Hose, weißem Hemd, Schärpe und Strohhut die Pritschenjungen. Aus diesem Kreis, der vom Pritschenmeister straff gelenkt wird, wachsen die Spieljungen der Maigesellschaften nach.
Die Marschmusik wird von den jungen Spielen gestellt, die sich der Kapellen aus ihren Ortsteilen bedienen. Die Fahnenschwenker der Spiele, die bereits am Morgen aufgetreten waren, sind auch im Umzug eine willkommene Dekoration. Erst dahinter kommen die Spieljungen mit ihren Maibräuten. Zwischen den Paaren bleiben weite Abstände, sodass man jedes Einzelne in seiner Aufmachung und in seinen Bewegungen genau verfolgen kann. Mit der nächsten Formation der Pritschenjungen, in der vorneweg Kinder eingereiht sind, kündigt sich das Morsbacher Jungenspiel an. Die Pritschen, die im Takt der Musik geschlagen werden, bestehen aus kurzen, oben blattartig aufgesägten Buchenholzknüppeln. Die Pritschen deuten eventuell auf die frühere Ordnungsfunktion der Truppe, die anderwärts heute noch von der sogenannten Maipolizei wahrgenommen wird. Die Gliederung innerhalb der Ortsteilgruppen ist immer die gleiche. Dies beruht auf der Ordnung der kleinen Umzüge in den Gemeinden. Hier marschierte die Musik stets in der Mitte der Kolonne, sodass sie von den wie Herolde vorausgehenden Pritschenjungen sowie den nachfolgenden Fähnrichen und Maipaaren gleich gut gehört werden konnte. Wenn ein Jungenspiel zwei Kapellen dabei hat, sind sie meist hintereinander aufgestellt, sodass sie sich beim Spiel abwechseln können. Auch die Fahnenschwenker, von denen die Morsbacher eine stattliche Reihe aufgeboten haben, sind bei den synchronen Schwüngen und Würfen auf den Takt der Musik angewiesen. Immer wieder ist zu beobachten, dass Zuschauer die ihnen bekannten Spieljungen oder Mädchen durch anerkennende Zurufe ermuntern. Bei den Maipaaren aus Morsbach, die sich wie alle übrigen im Ballkleid und im besten Anzug vorstellen, führen die Damen nicht nur Blumensträuße, sondern auch bunte Luftballons mit. Die Pritschenjungen des folgenden Bissener Spiels erinnern mit dem Radschlagen und Umherspringen an die Spaßmacher, die vielfach die spätmittelalterlichen Zünfte bei ihren Aufzügen und Festen begleiteten. Die grün-weißen Bissener Schwenkfahnen zeigen die Stadtfarben von Würseln, die für die übrigen Ausstattungsstücke übernommen sind. Dazu gehören die Bauchbinden der Fähnriche und die Schärpen der Spieljungen. Die Strohhüte wurden nicht etwa von den Vatertagsausflüglern der Kegelclubs übernommen. Als die Kleiderordnung der jungen Spieler entstand, galt diese Kopfbedeckung in den gehobenen Kreisen als schick und modern. Für die weiblichen Mitglieder der Junggesellengemeinschaften, die für jeden Auftritt bzw. für jeden Kirmestag ein neues Ballkleid benötigen, ist der Aufwand besonders groß. Von den Zuschauern wird aufmerksam beobachtet, ob jemand zweimal im gleichen Kleid erscheint. D
Die Ortsgemeinschaften, denen es in dem einen oder anderen Jahr nicht gelingt, ein ansehnliches Jungenspiel zusammenzustellen, beteiligen sich immer mit den Pritschenjungen und Fähnrichen, wie hier das Spiel aus Dobach St. Jobs. Diese Gruppen erweisen sich meist als ziemlich stabil. Bei den Junggesellen ist der Bestand durch Abgang bei Heirat, Bundeswehrdienst oder nachlassende örtliche Bindung vielfach in Frage gestellt. Manche jungen Leute scheuen auch die hohen Kosten für den persönlichen Aufwand. Zu den Pflichten der Spielgemeinschaften gehört es, zur Kirmes, die Häuser der Königin und des Königs sowie der übrigen Spielspitzen zu schmücken. Hier wohnt am Umzugsweg der Maiknecht des Jungenspiels, Markt Preck. Die Pritschenmeister sind durch einen grünen Kranz gekennzeichnet, den sie am Hut tragen. Dieser führt das nächste Spiel an, das aus Oppenhal kommt und Rot-Weiß als Kennfarben führt. In Oppenhal hat man junge Mädchen ins Vorspiel genommen, die statt der Pritschen kleine Fähnchen im Takt der Musik schwingen. Die Kapelle kommt aus dem Würseler Stadtteil Bruchweiden, der kein eigenes Jungenspiel stellt. Die Anzahl der Fahnenschwenker lässt erkennen, dass es sich bei den Oppenhalern um eine der besonders aktiven Maigesellschaften handelt. Die kleinen Kinder mit den Emblemen des Jungenspiels sind als Neuerung in den letzten Jahren hinzugekommen. Es gibt Gastwirte am Umzugsweg, die den Jungen und Mädchen der Spiele zur Erfrischung Getränke reichen lassen. Die Paare, die durch den Beschluss der jungen Gemeinschaften vereinigt und ausgerufen wurden, nehmen sich wie Tanzschulenpartner aus. Ihr Verhältnis ist durch förmliche Regeln des guten Benehmens bestimmt. Beim Zusammenbringen werden bestehende Bindungen und Freundschaften berücksichtigt. Nach den Berichten haben sich aus den Spielpartnerschaften immer schon manche Bindungen fürs Leben ergeben. Dies ist das Linden-Neusener-Jungenspiel mit seinen Fahnenschwenkern. Ein Kinderkönigspaar geht den Repräsentanten der Junggesellengemeinschaft voraus. Anschluss folgt das Jungenspiel Nassau mit den Farben Blau-Weiß. Die Fähnriche aus diesem Ortsteil haben 1978 bei einem Wettkampf im Fahnenschwenken die deutsche Meisterschaft errungen. Der Wurf der Fahne durch die im Kopfstand gespreizten Beine wird mit großem Beifall belohnt. König und Königin, die nicht immer durch Diadem und goldbekränzten Zylinder hervorgehoben sind, bilden mit der Ehrendame eine Dreiergruppe. Ebenso der Maiknecht mit der Maimagd und einer weiteren Ehrendame, die zum Hofstaat gehören. Die Damen der Nassauer Spielpaare haben sich mit dekorativen Schirmen versehen. Das anschließende Spiel kommt aus Euchen. Hinter den Pritschenjungen sind Gäste aus Eschweiler eingereiht.
Der festliche Umgang der 10 jungen Spieler durch die Innenstadt dauert ungefähr 1,5 Stunden. Gegen Ende sind finstere Gewitterwolken aufgezogen, die einen jähen Abbruch bewirken können. Den Abschluss beim großen Festzug der Würseler Jungenspiele macht immer das Königsspiel der Hauptpfarre, das diesmal von Markt Preck gestellt wird. Und nun das Königsspiel Markt Preck. Das Jungenspiel Markt Preck zieht hier am Würselner Rathaus vorbei, wo die einzelnen Gruppen vom Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft über Lautsprecher angesagt und vom Bürgermeister und Stadtdirektor begutachtet werden. Im Königsspiel marschiert die geschlossene St. Sebastianus Schützengesellschaft mit ihren Fahnen und dem gesamten Hofstaat mit. Meine Damen und Herren, Sie brauchen also gar nicht wegzulaufen. Hier wird es nachher bestimmt nicht regnen. Solange der Wind noch so hinter den Wolken bläst, gehen Sie über uns weg. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben. Bitte unterstützen Sie die jungen Spielleiter. Besuchen Sie sie heute und an den kommenden Tagen noch einmal auf den Zelten. Amüsieren Sie sich mit den jungen Spielen, denn nur so können wir den Grundstock legen, um überhaupt im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen in den Zelten. Auf dem Marktplatz vor dem Würselner Dom, wo am Vormittag die Vorstellung der jungen Spiele stattgefunden hatte, löst sich der festliche Umzug auf. Die Spielgruppen begeben sich von hier wieder in ihre Stadtquartiere, wo sie sich für den Kirmesball vorbereiten, der um 8 Uhr abends beginnt. Dies ist der Wegweiser zum Festzelt in Oppenhall, das in einer Grünanlage am Haaler Dreieck steht. Zu Beginn der Tanzveranstaltung zieht das Jungenspiel, wie an den anderen Festplätzen, mit voller Besetzung ein. Viele Ballgäste aus dem Ortsviertel haben sich ihre Plätze im Festzelt schon vorher gesichert. Wenn das Königspaar, das an einem Ehrentisch residiert, Platz genommen hat, ist der Festball offiziell eröffnet. Er dauert Kirmessonntag in der Regel bis zum Morgengrauen und wird Montag und Dienstagabend fortgesetzt. Wenn man die Kirmes in der Nacht zum Mittwoch begraben hat, kommen die Junggesellen noch einmal zum Nachspiel zusammen, wobei das gelungene Fest gefeiert wird. Danach lösen sich die Gemeinschaften auf, um im April des nächsten Jahres erneut zu den Würselner Jungenspielen zusammenzutreten.